Ja, jetzt können wir hier diesen Schrein scannen. Wow, this may be the first ever chronicled example of alien art. Gut. Und jetzt extrahieren und analysieren. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist Journey to the Savage Planet. Ja, ich bin jetzt hier angekommen in dieser neuen Ebene in Anführungsstrichen und darf jetzt hier ein bisschen gucken, was es hier so Neues hat. Und das hier ist schon mal neu. Das können wir gleich mal scannen. Blättrig klar. Ein Vordachblatt. Was ist das da hinten? Frage ich mich. Und wie komme ich da hin? Habt ihr das gesehen? Das sieht ganz komisch aus. Kann ich das scannen? Oh ja, das kann ich von hier aus. Rissige Wand. I have a few theories on what is possible here. All of them involve explosives. Explosives. An upgrade would be very useful indeed. I have sent a request to Kindred, but we have yet to locate the required resources on this planet. Stay tuned. Okay, also mit anderen Worten, ich muss hier erstmal noch aktiv werden und versuchen, noch mehr Dinge einzusammeln. So, jetzt scannen wir das Teil. Mopsvogel-Teil. Und das da? Citrus-Sweet. Kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen, wie mir scheint. Oh, aua. Ah, er schon wieder hier. Komm her, du. Oh, Mann. Bleib stehen. Bleib stehen. So. Gut, alles klar. Haben nur wenig Energie verloren. Das scheint mir alles noch im Rahmen. Kann man das scannen? Nein. Glücklicherweise gleich so eine Pflanze. So, jetzt versuchen wir mal da nach hinten zu stiefeln. Und schauen doch mal. Hä? Da komme ich gar nicht rüber. So wie mir scheint. Das sieht im ersten Moment so aus, als würde man voll easy. Würde man voll easy darüber gehen können, aber das ist nicht der Fall. Und das Silizium ist übrigens auch weg. Scheiße. Was ist denn hier? Ah. Sechs von 100. Okay. Ich bin ziemlich gut im Ernten von außerirdischem Schleim, das wusste ich nicht. So, was haben wir denn hier? Das habe ich auch noch nicht gescannt. It thinks you're gonna kill it. Aw, how accurate. Um Gottes Willen, sind die schnell. Das ist geil. Also aus einem werden auf jeden Fall mal zwei und die sind dann echt blitzschnell weg. So, was haben wir hier? Große Ameisenhügel. Gut, sonst sehe ich im Moment gerade nichts. Die rennen immer noch rum hier. Da drüben, da hat es mal wieder sowas zum Futtern. Ja, das ist es doch. Bloß falsch rum. Hängt jetzt diesmal von der Decke. Kann ich das irgendwie runterballern? Vermutlich nicht. Nein, so einfach wird es nicht. Gut. Wie wäre es mal, wenn wir uns ein bisschen auf das Ziel konzentrieren? Ich bin hier so begeistert von diesem Setting, dass ich die ganze Zeit vergesse, mich auf das Ziel zu konzentrieren. Oh, da hat es eine Ader. Die nehme ich natürlich mit. Das glaube ich, da tue ich gut daran. So.
So, aber hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter, oder? Da ist ein Wasserfall. Kann ich mal kurz duschen? Da, la, 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 la. Bringt aber nichts. Oh, nahes Geheimnis. Was? Ein nahes Geheimnis. Echt jetzt? Wo denn? Moment mal, wo war das jetzt? Ich war ungefähr hier, oder? Na gut, es kann jetzt theoretisch auch da oben irgendwo sein oder da oben oder was ich will. Hier. Ein nahes Geheimnis. Interessant. Also es zeigt es auf jeden Fall mal an. Und ich könnte jetzt sicherlich auch versuchen, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen. Aber scheinbar ist das alles gar nicht so leicht. Und ich komme hier jetzt irgendwie auch nicht hoch. Ich sehe hier... Oh, ist das? Ah, lass mich raten. Das ist eine Silikon... Nee, Silizium. Siliziumader. Sehr gut. Ja, dann habe ich ja jetzt sowohl Silizium wie auch Kohlenstoff gesammelt. Und das hier ist... Ja, genau. Ah, Moment mal. Ich bräuchte mal ganz dringend, bitte... So ein Mopsvogel. Was? Tentakel? Teil einer größeren, durstigen Kreatur, die tief im Untergrund lebt? Wow, ist das spooky. So, jetzt, wie kann ich denn den da darüber bringen? Oh. Wollte ich jetzt gar nicht? Ah, shit. Bisschen Kohlenstoff gesammelt, aber ich würde gerne da oben eigentlich einen reinkicken. Ist aber gerade schwierig. Da funkelt. Ach so, das sind diese Vitalitätspflanzen, die funkeln. Platzen einfach. Moment mal, wenn ich jetzt einen anschieße, vielleicht geht es ja dann, vielleicht kann ich die auf die Art und Weise irgendwie dahin locken. Was tut denn hier die ganze Zeit so? Hier, da ist einer. Toll. Großartig, wirklich. Okay, also das wird schwierig. Ich kann hier jetzt gerade irgendwie keinen Mopsvogel da reinschießen. Dabei würde das echt was bringen. Ne? Da hat es zwei Kohlenstoffadern und nochmal so ein oranges Fressmittel da. Hm, okay, alles klar. Muss ich mir merken. Komme ich jetzt aber gerade nicht weiter. Ich glaube, ich bräuchte auch ganz dringend dieses Greifding. Oh, vielleicht jetzt. Jetzt habe ich ja die bestimmt aggressiv gemacht. Ah, seht ihr da? Uah! Der folgt mir jetzt. Hm. Vielleicht auch nur zum Teil. Was haben wir eigentlich hier? Springen. But fear not. The cartographers have found a deposit of a rare fluid which could be used to synthesize the fuel for some basic jump thrusters. Please redirect your exploration efforts towards it. Okay, also langsam habe ich aber ganze Reihe von Missionen hier, oder? Springen. Hier zum Beispiel. Suche und extrahiere die erforderliche Probe. Okay, und wo muss ich dafür hin? 104 Meter. In diese Richtung. Meter.
52 Meter. So, nun. Meter, 25, 24, 23. Mann, wie komme ich denn da rüber, verdammt? Ah, so vielleicht. Okay, jetzt muss ich hier mir ganz kurz einmal den Rücken frei halten. Boah, da liegt ja das halbe Ding noch rum. Geil. Okay, aber jetzt Moment. Jetzt habe ich doch das Ding gefunden, die Pflanze. Z, 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 Z. Oder? Das muss hier irgendwo sein. Oder täusche ich mich jetzt? Da liegt ja auch nochmal. Was ist denn das da? Scannen. Uralte Statue. Ein Kamin. Seht ihr, das ist. Also hier gibt es irgendwie ganz schön viele Anzeichen für eine altertümliche Kultur. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Mission, die ich zu erfüllen habe. Nämlich irgendwo da in dieser Höhle. Da ist die schimmernde Höhle. Was ist das da? Helle Blüte. Leuchten, aber nutzlos. Meter. Ha, Mopsvogel, Höhle. Jetzt habe ich, der hat ein Licht, der hat ein Licht auf seinem Kopf. Oh, hier. Nicht schlecht. Wo muss ich hin? 90 Meter in diese Richtung. Zack. Einmal scannen. Grüner Strauch. Improvisierte Taschenlampe. Oh ja. Das ist ja toll. Was ist das da? Nichts. Halt mal. Was? Wie leer? Und hä? Kann man jetzt vielleicht wieder zugreifen? Ah, verstehe. Ich darf es aber nicht aus der Hand legen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Darüber. Eben nochmal. Ich traue mich jetzt auch gar nicht mehr zu sprinten oder so, weil ich die ganze Zeit die Angst habe. Ich könnte da wieder was falsch machen. Oh wow, was ist denn das? Das ist ja toll. Bereich entdeckt. Gefährlicher Schrein. Da muss ich aber hin. So, die Fragestellung, die daneben bleibt, ist, wie komme ich da am besten hin? Ich sollte da irgendwie hoch. Kein Mensch weiß wie. Aber runter geht schon mal ganz leicht. Vielleicht da hinten. Hm? Probieren wir das mal. So. Okay, Taschenlampe. Scheint am Ende zu sein. Dann
kraxeln wir hier einmal unten durch. Und dann geht's hier hoch. Na komm, jawohl. Großartig. So, jetzt können wir hier diesen Schrein scannen. Wow, this may be the first ever chronicled example of alien art. Gut. Und jetzt extrahieren und analysieren. Good work. Now you have the required resources to print a brand new jump pack at the habitat. While untested and not necessarily safe, it is guaranteed to be amusing. Cool. Also, ganz offensichtlich habe ich es jetzt geschafft, aus meinem Journal hier wirklich irgendwas herzustellen. Hier sieht man schon, springen, springen, stelle Sprungdüsen her, Schreinprobe 1 von 1, Kohlenstoff 100 von 100, Belohnung, Sprungstrahlruder. Sobald ich zu Javelin zurückkomme, kann ich meine neue Ausrüstung herstellen. Mission verfolgt, Tracking beenden. Gut, da würde ich doch mal vorschlagen, wir gehen zurück zu Javelin. Das scheint mir jetzt irgendwie ziemlich naheliegend zu sein. Zack. Da müssen wir jetzt halt einmal wieder zurück, aber sprinten geht ganz offensichtlich. Aha. Dann einmal hier hoch, einmal da unten drunter. Sehr gut. So, jetzt erkunde ich aber vielleicht noch ganz kurz die Höhle auf der anderen Seite. Da komme ich gar nicht hoch. Von wegen, ich erkunde den Scheißdreck. Nix gibt's zu erkunden. Doch, da komme ich hoch. Und dann hier und dann. Nee, doch nicht. Doch, geht. Einwandfrei. Aber es ist natürlich nur. Genau, es führt mich in die genau selbe Richtung. So, und mit meiner Taschenlampe gehe ich dann am helllichten Tag einfach so ein bisschen in der Welt herum. Schau mal, ob ich noch irgendwas zum Scannen finde. Sieht aber jetzt im Moment gar nicht danach aus. Bereich entdeckt. Hier gibt es aber ganz schön viele Bereiche. So. Ich will nämlich eigentlich einmal wieder da hinüber. Was ist jetzt los? Hört er irgendein. Oh, das ist ja auch nochmal was. Was ist denn das da? Das ist auch nochmal irgendwie eine Statue oder sowas oder ein Sockel. Alienblöcke. Oh, Aluminiumader. Cool. Ja, aber jetzt, wie gesagt, wir bleiben erstmal unserer Idee treu. Marschieren zurück zu Javelin und versuchen mal, ob wir dann dort dieses Sprunggedöns da bauen können. Und mit dem Sprunggedöns sollte es uns ja dann möglich sein. So, ich halte mich mal jetzt gar nicht so lange auf mit den Thaddeus Tentakel. Sieht mich irgendwie so ein bisschen so aus. Und stattdessen gehe ich einfach zurück zu Javelin. Und dann wird man schon sehen. Oh, da kann ich ja vielleicht auch mal da hochspringen. Völlig neue Möglichkeiten. So, jetzt bin ich hier wieder in dieser Eislandschaft. Schubidubidubidu. Boah, ich schnaufe immer wie ein. Aus dem letzten Loch, ehrlich. Ich pfeife aus dem letzten Loch. So, damit habe ich ja immerhin jetzt mal eine Sache fertig erkundet und dann muss ich mir mal einen Überblick verschaffen, was ich vielleicht dann morgen in der nächsten Episode noch machen möchte. Jetzt erstmal gehen wir an Bord. You can craft an upgrade. If you wanna. You can craft an update. Ah, das schauen wir uns in Ruhe an am Computer. Probieren wir erstmal mit dem 3D
Drucker mal irgendwas zu machen. Hier, Rucksack, springen, springen. Jawohl, das finde ich gut. Drücke in der Luft erneut auf Space, um zu springen. Das stellen wir jetzt mal her. So, hergestellt Sprungdüsen. Sehr, sehr cool. Das werde ich wirklich brauchen können. So, und was habe ich jetzt hier noch? Ich kann ja hier nochmal was herstellen, so wie ich sehe. Oh, hier, was? Geladene Waffe. Lade deine Waffe für einen einzigen extra starken Schuss auf. Drücke bei deiner vollgeladenen Waffe auf R, um sie abzufeuern. Ja, das stellen wir auch gleich her. Kann man bestimmt auch brauchen. Sehr gut. Was ist das da? Nicht genug Ressourcen. Mhm. Fortgeschrittener Akku. Okay, ja, das wird aber so langsam hier. So, dann würde ich vorschlagen, wir schauen nochmal ganz kurz hier. Video, da gibt es nämlich was Neues. Hier. Monkeys Micro Mills Plaza, the ultimate Earth life simulator. Create tiny human life forms by just adding sub-zero radioactive water to a micro life powder pack and see your mall's inhabitants grow in just minutes. Watch them stroll, shop, and live as they autonomously move throughout their very own shopping complex, completely unaware of your presence. Engage in fascinating examination of standard Earth activity or declare a Black Friday and send your shoppers into a violent bargain hunting frenzy where only the strong survive. Mini Mall Monkeys Micro Mills Plaza comes with environmentally stabilized shopping mall bio chamber, 3 packets of powdered micro monkeys and stirring stick from Lil Labs. Ich sag's ja, für jede gelungene Mission kriege ich hier offensichtlich Zugang zu neuen Werbevideos. Das ist ja toll. So, aufregende Ferien. Du möchtest unbedingt der düsteren Plackerei deines Alltags entfliehen, findest aber kaum Zeit, um darüber nachzudenken, wie gelangweilt du bist. Hast du es satt, eine schnöde, vorhersehbare und überwiegend langweilige Person zu sein, aber fehlt dir das Geld, um einmal in deinem traurigen, erbärmlichen Leben Spaß zu haben? Hast du jemals davon geträumt, durch das üppige Laub des Amazonas zu wandern, den Nebel des Niagara auf deinem Gesicht zu spüren oder durch die leuchtenden Farben des Great Barrier Reef zu schwimmen, um sich daran zu erinnern, dass solche Wunder entweder in Flammen aufgegangen oder längst versunken sind? Lass dich von Extra Reality Tour entführen, indem du deinen Traumurlaub direkt in dein Gehirn spritzen lässt. Perfektes Wetter genießen, unmögliche Ziele besuchen, interessant sein. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Für kurze Zeit bieten wir 50% Rabatt auf unserem Platin-Freundschaftspaket. Simuliere echte Freunde und tauche ganz in die wilde Fantasie ein, dass sie Menschen mögen und ihre Gesellschaft genießen. Toll. Gut, dann sind wir doch eigentlich jetzt am Start. Wir haben ein bisschen was geupgradet und vor allem haben wir jetzt eine Art Jetpack am Start. Mission abgeschlossen. Springen, springen. So, du kannst jetzt zusätzlichen Boost haben, wenn du in der Luft bist. Drücke in der Luft erneut auf Space, um zu springen. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Das probieren wir morgen aus. In aller Ruhe. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken auch mal ganz kurz im Journal, was wir uns morgen so vornehmen können. Also Alien-Legierung wäre natürlich cool. Das sind ja auch Sekundärmissionen. Belohnung. Erkunde den Planeten weiter. Okay, ich überlege mir was für morgen. In diesem Sinne, ich mache jetzt mal einen Cut an dieser Stelle und überlege mir was für morgen. Mein Name ist Captain Bam, ist ja die Besten. Ich freue mich auf morgen. Macht's gut. Tschüss. I'm going to go to the next one.